der Lars Giel, Mitorganisator von Honk for Hope, auch sehr stark dabei. Da hat er mal demonstrativ die Reisesaison 2020 im richtigen Gewand mitgebracht, einen Leichenwagen. Das ist sehr deutlich. Niederreisen, morgen. Guten Morgen. Alles Gute für heute. Danke. Ja. Auch super hergerichtet. Und was haben die noch mit dabei? Auch sehr deutlich den Sarg des deutschen Mittelstandes im Reisegeschäft, im Bustourismus. Holzsarg, da hätte es auch vielleicht noch einen besseren getan. Das ist auch deutlich. Und der Rest kommt gleich. Morgen, ja.